Und sichere sie dir nicht. Ja? Dann sind wir da. Ja, und so. Das hat die Tabelle mitgebracht. Zwei Stück. Muss im Leben. Verstehe ich auch. Nochmal hoch. Mit einem Cover? Was? Kunststoff. Jonas war schon auch mal bei der Wahrheit. Ja, bei der Wahrheit. Ja, bei der Schwester, die Rosi. Conclude this. Hearing it? In the composition in Rag Mishra Sivaranjani. This music I have composed in during my Martinique stay in 7-beat compositions and then conclude with 8-beat compositions in Rag Bhairavi. So it's kind of different raga, different emotions. And then end in the modern flavor, Raga Kalpur. That's why it's called Rag Malika. The different flowers in one thread make a garland. Also spielt jetzt ein Stück, das verschiedene Ragas beinhaltet. Und deswegen hat gerade diese Blumengarlande beschrieben. Also mit mehreren von unterschiedlichen Blumen sozusagen dran. Und hier ist es eben die Kunst, eben zwischen den Ragas zu wechseln, dass es schön klingt. Und natürlich hat der eine Raga als Basis, die heißt Shivaranjani. Und er wird dann später dann zur bekannten Raga Bhairavi dann noch kommen. Und eben der erste Teil ist eben vom rhythmischen her der sogenannte Rupak-Tala, das ist ein siebenschlägiger Rhythmus, spricht man Din-Din-Na, Din-Din-Na, Din-Din-Na. So Din-Din-Na sind drei Silben und Din-Na sind zwei Silben, die kommen zweimal, so sind es dann wieder sieben. Din-Din-Na, Din-Din-Na, Din-Din-Na. And which tempo you are playing? The same. Din-Din-Na, 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 Din-Din-Na. Noch eine kleine Information zu den Tempos. Wenn man eine indische Platte kauft, dann steht da nicht eben nur die Raga drauf und der Taler, der rhythmische Zyklus, sondern auch das Tempo. Und da steht dann entweder drauf Vilambit oder Matya oder Drut. Also wir haben zunächst mal ganz einfache Tempobezeichnungen für grundsätzliche Tempos. Und das ist jetzt ein mittleres Tempo. Es beginnt so beim Tempo 92 bis 184, wenn jemand das sagt, für die Insiders. Aber das ist praktisch so ein gehendes Tempo. 1, 2, 3, 4. Da kann man gut 16 drüber spielen. Kakakini, 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 Kakakini. Das ist alles ein mittleres Tempo. Das Drücktempo ist eben einfach das Doppelte. Kakakini, Kakakini, Kakakini. Oder Kakakini, Kakakini. Das ist alles Drücktempo. Und das Villa-Beat ist nun mehr. Vorher als erstes gespielt haben, ist eben die Hälfte von dem Madhya, also Pa. Das sind die drei grundsätzlichen Tempos, die hier angewandt werden. Und natürlich darf man innerhalb von diesem jeweiligen Tempo immer ein bisschen schneller werden, ein bisschen schneller werden. Also, thank you.
Thank you.
Mhm.